Ja, manchmal habe auch ich ein gutes Interview abgeliefert. Wolfgang Petersen, kein Zeitdruck, Typ nett, schöne Location, gute Fragen. Ja, doch, es hat gut geklappt. Ja, Wolfgang Petersen, unser Mann in Hollywood, ne? Der Sturm, Air Force One, der Eastwood war gut in The Line of Fire und Endurance mit Mel Gibson, irgendwie so ein Eisforscher-Ding kommt da ja jetzt auch. Und natürlich Superman und Batman, ne? Uns Wolfgang dreht Superman und Batman. Ich bin gespannt, was das gibt. Hoffentlich hat er so ein bisschen drauf, so. Sowas will ich sehen. Doch, 2 Stunden lang. Aber jetzt erstmal 20 Minuten lang unsere Sendung mit dem Wolle. Herzlich willkommen zu Celluloid, hier aus unserem Celluloid-Fernsehgarten. Ich grüße euch, euch Filminteressierten und Filmschaffenden. Wie geht's? Alles klar? Ich hoffe doch. Nicht alles klar? Dann kann ich mir schon vorstellen, warum. Ihr habt irgendwo auf der Wiese rumgelegen und von Hollywood geträumt. Wein, Vibe und Gesang, Models, Sekt, ja, das ganze Programm. Und dachtet euch nur so, Mensch, Celluloid bringt uns Hollywood ja irgendwie schon nah, aber letzten Endes komme ich da, glaube ich, doch eh nie hin. Wisst ihr was? Man kann schon dahin kommen. Mancherlei Mensch beweist es uns zumindest und ist jetzt ein riesengroßer Zampano in Hollywood. Warum ich euch das zeige? 12. Internationales Filmfest in Emden. Emden ist die Geburtsstadt von einem solchen Zampano. Und der ist auch mal wieder vorbeigekommen hier zu dem Filmfest. Und wer ist es? Wolfgang Petersen. Ein Superstar in unserer Sendung, Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen. Hallo, Herr Petersen. Hallo, hallo, hallo. Das ist eine schöne Begrüßung. So was liebe ich. Ja, das ist ja auch gebührend. Muss ja auch so sein. Was passiert denn gerade so in Los Angeles, Hollywood? Oh, was passiert? Der Sommer fängt an. Alle großen Sommerfilme laufen. Pearl Harbor und so weiter. Muss man nicht unbedingt sehen, aber okay. Und weiß nicht, was da noch alles kommt. Interessante Filme, glaube ich, Spielberg. Könnte interessant werden. Der große Streik, wenn ich mal gerade so unterbreche. Ist vorbei, ne? Also der Streik mit den Autoren hat ja nicht stattgefunden. Und der noch anstehende mögliche Streik mit den Schauspielern, glaube ich, wird nicht stattfinden. Also alles ist eigentlich ganz relaxed wieder. Woran arbeiten Sie gerade? Oh, wir arbeiten an einer ganzen Menge Sachen. Sagen wir mal, ich will das jetzt nicht alles erzählen, nur das, was ich als Regisseur plane. Wird wahrscheinlich ein Projekt sein mit dem Namen Endurance. Das ist die Geschichte des britischen Forschers Sir Ernest Shackleton. Eine der ganz großen Abenteuergeschichten, die es überhaupt je gegeben hat, die 1914 bis 16 stattgefunden hat in der Antarktis. Und ist wahrscheinlich wieder mit einem großen Star besetzt. Und wenn alles gut geht, werden wir das im Winter drehen und nächsten Weihnachten rausbringen. Ging es auch schon hier in Emden los, eigentlich auch talentmäßig, dass sie irgendwie so dachten, oh, Moment mal, das muss ich machen. Ja, so, es fing an. Ich war im Apollo-Kino hier, habe ich also viele Filme gesehen. Unter anderem damals deutsche Komödien, Hans Moser und so, solche Sachen. Und dann Western, amerikanische Western. Gary Cooper und Konsorten. Und die haben mich sehr beeindruckt. Und da ist, ich würde nicht sagen, ich will Filmregisseur werden, ich war damals 7, 8, 9 Jahre alt. Aber ich nehme an, da fing es an, dass man so irgendwie sagte, irgendwie fasziniert mich das. Du kannst doch gar nicht der Mörder sein. Du wolltest doch von dem Geld leben, das sie anschafft. Quatsch dich ruhig aus. Da kamen viele TV-Produktionen, aber zum Beispiel auch das Reifezeugnis, ein Fernsehfilm-Klassiker. Aber immer noch kein Sprung ins Kino danach so schnell, ne? Oder? Ich war vorher einer im Kino, aber der war kein Erfolg. Das war einer von uns beiden. Der war ganz früh, das war glaube ich 1971 oder 72, mit Klaus Schwarzkopf und Jürgen Prochnow. Ein Film, der eigentlich, glaube ich, da ganz gut war. Komm rein! Hilfe! Komm rein! Hilfe! Und aber kein Publikum fand. Also von daher war ich eigentlich entmutigt, das weiterzumachen. Das heißt, es dauerte dann zum richtigen Kinofilm dann noch mal bis zum Boot eigentlich. Ne? Was er anguckt,
Okay, das Boot. Davor haben sie noch den Grimme-Preis abkassiert, weil das Boot waren sie dann schon wieder beim Oscar fast. Ja, fast so nah wie nie zuvor. Wie nie mehr danach, leider. Nie mehr, ja. Traum oder Trauma, der Oscar? Ja, der Oscar ist so eine Sache. Ja, wir haben ja danach schon noch Oscar-Nominierungen bekommen, aber nie so wichtige und so, ja, wie es beim Boot halt war. Das war für einen deutschen Film halt 6 Oscar-Nominierungen eine tolle Sache. Ne? Und das ist ja auch wirklich ein Film, der in meiner ganzen Laufbahn ein entscheidender Film ist. Und ja auch für die Schauspieler hier, die dabei waren. Ne? Für viele sind wir Stars geworden dabei. Und ist schon ein wichtiger Film. Ich glaube, das ist, glaube ich, kann man sagen, das ist der wohl erfolgreichste deutsche Film nach dem Krieg überhaupt ist, im Ausland auch. Und von daher ist das für uns alle ein Film, auf den wir halt sehr stolz sind und entscheidend. Und der ist auch so populär in Amerika, das ist enorm. Den hat's erwischt. Und wenn sie dann jetzt im Kino sitzen und Pearl Harbor gucken und sich dann noch an 1981 erinnern, was denkt man denn dann so? Ich weiß nicht, ob sie Pearl Harbor gesehen haben. Habe ich gesehen, ja. Pearl Harbor ist ein Witz. Pearl Harbor ist hat jemand gesagt, ein Kritiker hat in Amerika gesagt, das ist eine Mischung aus einer Soap Opera und einem Videogame. Das ist halt totales Super-Popcorn-Kino, was versucht, so eine Tiefe mit einem wichtigen, entscheidenden, wichtigen amerikanischen, japanischen Ereignis in der Geschichte einfach in einem Popcorn-Stil zu erzählen. Das funktioniert nicht. Das ist natürlich alles ziemlich zynisches, kalkuliertes Kommerzkino. Schlimmer geht es dann eigentlich dann doch nicht mehr. Also irgendwo muss da eine Grenze sein, muss ich für dich sagen. Aber was soll man sagen, solange diese Filme dann auch noch wahnsinnig viel Geld einspielen, wird es wahrscheinlich so immer weitergehen. Ja, nein, dass ihr Frauen nie Farbe bekennen wollt, das verdirbt mir mal die Laune. Warum musst du dir das so lange überlegen? Weil ich erst etwas wissen will. Irgendetwas liebe ich an dir, aber ich weiß noch nicht was. Ich möchte, dass wir sind wie Romeo und Julia. Die Pressevorführung verpasst, das Spiel noch nie gespielt, aber Angelina Jolie immer schon geil gefunden. Tomb Raider kommt in die Kinos. Rockt er jetzt oder rockt er nicht? Keine Ahnung, kein Mensch weiß es. Egal, wir sammeln uns einen zurecht und gehen ab an die Kasse. Also, mal wieder Zeit, das Universum zu retten, oder? Vollkommen richtig. Gut. Noch kurz weiter in ihrer Filmgeschichte. Das Boot und die unendliche Geschichte, das waren große Big-Budget-Produktionen für den Weltmarkt. Sowas gibt es ja heute jetzt von Seiten der Deutschen nicht mehr so. Wie haben Sie denn das damals hinbekommen? Ich glaube, was wichtig ist, dass man ganz großen Stoff hat. Also wenn man einen ganz großen Stoff hätte, zum Beispiel jetzt das Parfum, was der Eichinger ja gekauft hat, das könnte mal ein ganz großer Film werden, wenn jemand weiß und rauskriegt, wie man es macht. Aber das Boot war halt ein ganz großer Stoff. Ein ganz großes Buch. Meter. Auch wenn ich mich mit dem Buchheim permanent geschlagen habe damals über die Geschichte, muss ich eins sagen, dieses Buch ist ihm wirklich gelungen. Und das ist schon mal wichtig. Und beim Ende mit der unendlichen Geschichte, ein ganz großes Buch.